Jetzt geht's los mit dem NRZ Talk. Gute Unterhaltung wünscht Ihre NRZ. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier beim NRZ Talk. Mein Name ist Dirk Retzlaff, ich begrüße Sie recht herzlich. Ein gefühlter Sieg, 2:2, meine Gesprächspartner Axel Bellinghausen und der zweifache Fortuna-Torschütze Danny Schein. Ja, die Begeisterung kennt keine Grenzen. Wir haben heute zweimal die Toten Hosen gehört. In der Halbzeit lief, steht auf, wenn ihr am Boden seid. Und jetzt am Ende, an Tagen wie diesen, wünschen wir uns Unendlichkeit. Danny Schein, wie war das Bad in der Menge nach dem Spiel? Ja, war geil auf jeden Fall. Also hat richtig Spaß gemacht. Ja, vor diesen Fans, vor ausverkauften Haus, Gänsehautgefühl. Ja, zwei Tore gemacht. Ihr wart in der Pause mausetot, hatte man den Anschein. Was ist passiert? Naja, der Trainer hat gesagt, geht nochmal mutig nach vorne. Wir haben nichts zu verlieren. Und ich weiß nicht, also wir hatten ein bisschen Glück, dass wir direkt nach der Pause den Anschlusstreffer gemacht haben und damit auch das ganze Stadion nochmal geweckt haben. Und die Fans haben uns einfach nochmal nach vorne gepusht, durch die ganze zweite Halbzeit getragen und ja, ich glaube, das Unentschieden ist verdient. Axel Bellinghausen, zum ersten Mal war ja das Stadion ja heute mal voll. Die ersten beiden Spiele fanden ja vor einer geringeren Zuschauerzahl statt. Wie war für dich, du warst mal leider nur auf der Bank, wie war für dich das Gefühl heute? Ja, das war endlich wieder Fortuna-like, die Altlasten mal hinter sich gelassen. Endlich geht's jetzt nach vorne, wir haben jetzt noch weitere richtig geile Heimspiele, wo die Leute einfach drauf brennen, wo wir uns alle drauf gemeinsam freuen. Und ja, die Stimmung heute, das hat Danny eben auch schon gesagt, man konnte einfach auch merken, auch nach dem 0-2, die Leute sind aufgestanden, haben alle hinter der Mannschaft gestanden. Das ist einfach bedingungslos, das findest du nirgendwo großartig ein zweites Mal. Und deswegen muss man wirklich sagen, wenn man sich dann selber nochmal belohnt, wir als Mannschaft und die Leute dann mit ins Boot holen kann, wie Danny das auch gesagt hat, ja, dann geht man nachher an so einem Freitagabend in ein Wochenende rein, wo jeder weiß, dir kann nichts passieren. Du hast von 1998 bis 2005 bei der Fortuna gespielt, dann bist du über Kaiserslautern und Augsburg kurz fremdgegangen und dann bist du jetzt wieder hier. War das somit ein Ausschlag, was in den letzten Jahren hier gewachsen ist bei der Fortuna, für dich die Entscheidung zu treffen, hierhin zurückzukehren? Ja, ich habe ja immer gesagt, ich war ja, seitdem ich weg bin, bin ich ja zahlendes Mitglied immer gewesen und habe immer wieder verfolgt, was bei der Fortuna immer passiert und habe nie die Kontakte abreißen lassen und für mich stand irgendwo fest, dass ich irgendwann mal wieder den Weg nach Hause finden werde und deswegen bin ich natürlich richtig froh und glücklich, dass ich dieses Jahr hier wieder zurück zur Fortuna kommen durfte und dass das natürlich auch alles geklappt hat mit der Bundesliga. Das ist sensationell, dass man jetzt mit mehr oder weniger seinem Verein und noch immer noch alten Weggefährten, die man damals in der Oberliga-Zeit hatte, jetzt mal auch abseits des Fußballplatzes, mit denen heute diesen Traum zusammen erleben darf. Und das ist wunderschön. Danny, wir hatten keine... Ja. Danny, wir hatten keine Zeit mehr, dich in die Maske zu schicken. Du siehst am rechten Auge ziemlich lädiert aus. Was ist passiert? Na, also teilweise sind es noch Reste von vor 10 Tagen, glaube ich. Da bin ich mit dem Celius zusammengeprallt im Training. Da war das Auge schon mal zu. Jetzt ist es aufgegangen und ist wieder zugegangen durch einen Tritt vom Martip. Aber es ist Gott sei Dank nichts kaputt, keine Platzwunde und sieht nur böse aus, eine Beule, aber übermorgen ist es wieder weg. Ist es, dass man in der Bundesliga kompromisslos zur Sache gehen muss? Du, gerade das erste Tor sah ja sehr spektakulär aus, das zweite Tor mit dem Kopf, anders geht es nicht, oder? Naja, beim ersten Tor bin ich ja selber nicht mehr richtig rangekommen und da dachte ich mir halt irgendwas ran. Und ja, hat gut geklappt mit dem Schienbein, ist super reingeflogen und beim zweiten Tor habe ich einfach eine super Flanke vom Tobi bekommen. Muss mich nochmal bedanken bei ihm und ist auch gut reingeflogen, hat Spaß gemacht. Axel, du bist Abstiegskampf erfahren, du hast letzte Saison mit Augsburg den Klassenerhalt geschafft. Worauf kommt es an? Jetzt ist die Euphorie sehr groß, aber es werden ja sicherlich auch nochmal Rückschläge kommen. Was gilt jetzt? Ja, was gilt jetzt? Wichtig ist, wir stehen jetzt einfach schon mal im zweistelligen Bereich. Wir haben 10 Punkte auf der Habenseite, das sind alles Dinge, die brauchen wir am Schluss nicht mehr suchen. Was du jetzt hast, das hast du, Feierabend. Was noch dazu kommt, ist die Stimmung, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie wir diese Punkte geholt haben. Das war
keinenfalls irgendwo Glück mit dabei. Ja, wir haben überzeugt, wir haben nachgewiesen, dass wir Bundesliga spielen können, dass wir das Zeug dazu haben, jeder Einzelne. Und deswegen brauchen wir uns auch in der nahen Zukunft nicht vor irgendwem zu verstecken. Dass man irgendwann vielleicht einen kleinen Negativlauf hat oder sonst irgendwas, das mag sein, aber da will ich jetzt auch gar nicht dran denken, weil Fakt ist, den haben wir noch nicht und den müssen wir auch nicht zwangsläufig bekommen. Also insofern, wenn wir weiter so arbeiten, jeder für den anderen da ist, dann sehe ich gute Chancen, dass wir auch weiterhin genau diesen Spirit weiterführen können. Und dann werden wir auch nicht zwangsläufig so einen Negativlauf bekommen. Nächste Woche geht's nach Mainz. Was sagst du zu diesem Spiel? Ja, auch ein neues. Es wird mal wieder schwer, Woche für Woche. Was soll ich anders sagen? Ne? Die Mainzer haben sich in der Bundesliga etabliert. Wir sind mal wieder als Underdog unterwegs. Die Rolle gefällt uns. Wir nehmen das gerne an. Ja, und dann wollen wir da auch erstmal zeigen, dass wir wieder Bock haben, das Spiel anzugehen und natürlich auch wieder in Mainz rocken wollen. Das war jetzt im Kalenderjahr das 9. Unentschieden, glaube ich. Die Fans sehen sich natürlich nach dem ersten Heimsieg. Jetzt kommen nach der Länderspielpause kommen die Bayern. Vor dem Spiel hat mir ein alter Fortuna-Fan gesagt, es gab mal einen 7:1-Sieg. Ich glaube, ihr mit einem 1:0 wärt ihr auch so zufrieden, aber ihr freut euch auf die Bayern. Naja, wir freuen uns nicht nur auf die Bayern, wir freuen uns auf jedes Heimspiel. Und ja, das wird wieder ein ähnliches Spiel wie heute. Das, ja, wahrscheinlich müssen wir da einen Kilometer mehr laufen wie sonst, aber ich glaube, mit den Fans im Rücken machen wir das gerne. War es in der ersten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt vor den großen Namen? Diesen Respekt, den ihr dann gegen die Bayern dann vielleicht von vornherein erstmal ablegt? Nee, also Respekt auf dem Feld gibt's nicht. Also man geht ganz normal in die Zweikämpfe, aber wir waren einfach immer einen Schritt zu spät. Mit der ersten Halbzeit können wir natürlich nicht zufrieden sein, aber jetzt so aus dem Kalten zu sagen, was da nicht gepasst hat, was genau nicht gestimmt hat, kann ich jetzt nicht, weil ja, da muss man sich einfach zusammensetzen, muss man das Spiel sich nochmal angucken, analysieren und ja, aber jetzt sind wir erstmal glücklich darüber und ich glaube, für die Fans ist das heute auch wie ein kleiner Sieg gewesen und keiner ist uns heute böse, dass wir wieder nur unentschieden gespielt haben. Ja, dein Auge tut weh, dein Körper ist voll mit Adrenalin. Wie lange brauchst du jetzt, um zur Ruhe zu kommen? Kannst du überhaupt schlafen heute Nacht? Ich denke schon, irgendwann. Morgen früh. Gut, dann lassen wir uns überraschen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr über das Spiel erfahren Sie natürlich in der NRZ, morgen in der Zeitung oder auch online unter www.nrz.de und am Montag natürlich auch die Nachberichterstattung. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war der NRZ Talk. Alles Weitere zur Fortuna lesen Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer NRZ. Bis zum nächsten Mal.